Wer bislang nur Rechnungen bezahlt, aber noch nie selbst eine geschrieben hat, der wird sich vermutlich einige Fragen stellen. Vor allem die Frage, ob man eine Rechnung ohne Steuernummer schreiben darf. Und wie denn eine korrekte Rechnung überhaupt aussieht. Welche Pflichtangaben auf einer Rechnung enthalten sein müssen und wie du eine rechtskonforme Rechnung schreibst, erfährst du in diesem Video. Kann ich eine Rechnung ohne Steuernummer ausstellen? Die Antwort auf diese Frage lautet vorerst nein. Die Steuernummer ist in jedem Fall auf einer Rechnung anzugeben. Sie ist Teil der Pflichtangaben, welche auf jeder Rechnung aufgeführt werden müssen. Dies regelt § 14 UStG. Wer hingegen eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hat, also beide Nummern besitzt, der kann die Steuernummer durch die UST-IDNR ersetzen. Pflichtangaben einer Rechnung. Wer falsche oder fehlerhafte Rechnungen ausstellt, der könnte Ärger mit dem Finanzamt bekommen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, sich von Anfang an die gesetzlichen Vorschriften zu halten. Diverse Formangaben sind jedoch immer gleich und wer sich einmal eine korrekte Rechnungsvorlage erstellt hat, der wird auch zukünftig alles richtig machen. Erstelle also direkt deine Rechnungsvorlage anhand folgender Checkliste. Name und Anschrift der Firma. Falls vorhanden, Registernummer und Registergericht. Vollständiger Name und die Anschrift des Rechnungsempfängers, Steuernummer oder Umsatzsteueridentifikationsnummer, beides ist auch möglich, Ausstellungsdatum der Rechnung, Rechnungsnummer individuell für jede Rechnung einzeln zu erstellen, übersichtliche Auflistung der erbrachten Leistungen, Leistungsdatum oder Zeitpunkt der Leistungserbringung und der Rechnungsbetrag, bestehend aus Rabatten, Skonto, Gutschriften, zuzüglich Steuern und Aufschlägen. Wichtig! Es empfiehlt sich auf jeden Fall, eine Angabe zur Zahlungsfrist zu machen. So kann dort zahlbar binnen 7 Werktage stehen oder aber ähnliche Formulierungen. Falls du eine Rechnung als Kleinunternehmer stellst, entfällt für dich das Ausweisen der Umsatzsteuer, auch Mehrwertsteuer genannt. Wichtig ist jedoch, dies auf der Rechnung zu vermerken. Es genügt ein kurzer Satz. Gemäß § 19 UStG enthält der Rechnungsbetrag keine Umsatzsteuer. Rechnungsstellen ohne Steuernummer die Ausnahme. Bei Rechnungen bis zu einem Betrag von 250 Euro müssen Rechnungssteller keine Steuernummer ausweisen. Wer jedoch Umsatzsteuer ausweisen muss oder dies freiwillig tut, der muss diese in den 250 Euro einbeziehen. Steuernummer oder Umsatzsteueridentifikationsnummer. Wer eine UST-IDNR hat, der kann die Steuernummer weglassen. Aber wo genau ist der Unterschied zwischen der Umsatzsteueridentifikationsnummer und der Steuernummer? Und wann brauchst du welche Nummer auf deiner Rechnung? Wer zum Ausweisen der Umsatzsteuer verpflichtet ist und eine Rechnung ins EU-Ausland stellen möchte, der muss die Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben. Eine Rechnung ohne Umsatzsteuer-ID ist dann nicht möglich. Dies gilt nicht nur für die eigene Umsatzsteuer-ID, sondern auch für die Umsatzsteuer-ID des Rechnungsempfängers. Rechnungen, die ins EU-Ausland gehen, enthalten also zwei Identifikationsnummern. Die persönliche Umsatzsteueridentifikationsnummer macht sensible Daten unangreifbarer, anders als das bei der Steuernummer der Fall ist. Wer selbstständig tätig ist und ein Gewerbe anmeldet, dem wird vom Finanzamt automatisch per Post eine Steuernummer zugeschickt. Die Beantragung deiner Umsatzsteuer-ID erfolgt über das Bundeszentralamt für Steuern. Die Erstellung der Nummer ist für jeden kostenfrei. Kannst du auch privat eine Rechnung ohne Steuernummer schreiben? Generell dürfen auch Private eine Rechnung ausstellen, auch ganz ohne Steuernummer oder Gewerbe und Finanzamt. Nämlich dann, wenn sich die Leistung auf eine einmalige Sache bezieht und keine freiberufliche Tätigkeit darstellt. So hast du zum Beispiel für deinen Kumpel eine Website entworfen und möchtest ihm nun deinen Freundschaftspreis in Rechnung stellen. Rechnungsprogramm für eine einfache Rechnungsstellung. Wer regelmäßig Rechnungen schreibt, der könnte sich nach einem passenden Rechnungsprogramm umsehen. Denn es bietet eine leichte Bedienbarkeit und macht die Rechnungsstellung in nur wenigen Klicks möglich. Dabei werden dem Unternehmer unterschiedliche Einsatz- und Funktionsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Beispielsweise kannst du die hinterlegten Daten deines Kunden mit einem Klick auf die Rechnung übertragen. Sämtliche Pflichtangaben sind auf den Rechnungen automatisch integriert. Die Software übernimmt sogar die Zuteilung der individuellen Rechnungsnummer, sodass für dich das Rechnungsschreiben unkompliziert und zeitsparend wird. Fazit: Rechnungsschreiben ohne Steuernummer, das geht. Vorausgesetzt, der Unternehmer kann diese durch eine Umsatzsteueridentifikationsnummer ersetzen.
Ansonsten funktioniert dies nur, wenn es sich um einen Kleinbetrag und um eine private Rechnung handelt. In allen anderen Fällen muss der Unternehmer eine der beiden Nummern auf seiner Rechnung ausweisen. Hat dir das Video gefallen? Dann lass uns ein Like da. Abonniere unseren Kanal, um noch mehr solcher Videos zu sehen.